Hallo bei WindowsPower.de und einem neuen Tutorial. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr alle Systeminformationen über euren PC rauskriegt. Und wir legen gleich los. Angenommen, ihr braucht Treiber für euren PC, für die Grafikkarte oder was auch immer. Oder ihr wollt diesen verkaufen und braucht detaillierte Informationen, was der PC alles kann. Dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, entweder mit einer Software, wie zum Beispiel Seasoft oder Everest, oder natürlich könnt ihr das Ganze aus eurem PC auslesen. Das geht ganz, ganz einfach, da gibt es einen kleinen Punkt. Also entweder ihr klickt hier auf Info, dann kommt hier PC-Infos und dann habt ihr hier ein wenig stehen, aber halt nicht alles. Das heißt, ich sehe hier, wie schnell der ist und natürlich, wie viel installierter RAM ist und das Betriebssystem. Leider Gottes sehe ich hier nicht alles. Wenn ihr aber hier auf das Startsymbol tippt und hier aber System Informationen tippt, ja, dann seht ihr wirklich alles. Das heißt, ich habe hier die Übersicht, was hier verbaut ist. Was sehe ich denn hier im Betriebssystem? Dann habe ich hier den Prozessor und alles andere. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, über Hardware-Ressourcen wirklich alles zu sehen. Arbeitsspeicher, wenn ich zum Beispiel draufklicke, sehe ich hier alles. Komponente, CD habe ich keins zum Beispiel, deswegen scheint auch nichts auf. Audiogerät, Anzeige, was habe ich für einen Monitor und welche Grafikkarte ist hier verbaut. Ihr seht, ich habe hier die GTX 1050 Ti. Eingabegeräte, was habe ich hier für eine Tastatur, ja. Und sogar Modem, was für ein Modem, Netzwerk, ich sehe hier wirklich absolut alles und kann so die richtigen Treiber für mein Gerät hier auswählen. Also für alle, die das nicht gewusst haben, wie gesagt, einfach nur auf Start und Systeminformationen hier draufklicken und schon seht ihr alles über euren PC, wie zum Beispiel hier, welchen Prozessor ich verbaut habe, wie viele Kerne hier arbeiten, sogar das BIOS, die Version und natürlich auch, was für ein Mainboard ich habe. Ja. Ich finde das einfach nur genial, so muss ich keine extra Software installieren, muss nicht lange suchen, habe hier alles auf einen Blick. Habt ihr dazu noch Fragen oder braucht ihr noch andere Hilfe zu anderen Komponenten oder zu anderen Software oder habt ihr generell Probleme mit eurem PC, dann stellt diese in den Kommentaren. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, euer WindowsPower.de Team.